Community, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Zähmen leicht gemacht. Ich bin die Anna von den Chunky Monkeys und mit dabei habe ich heute unseren Tag. Hallo. Und zwar ist das jetzt das erste Zähmvideo von der Karte Aberration. Und er läuft mir einfach schon mal voll mitten ins Bild. Der liebe Balbdog. Tag, warum steht hier ein Spino drin? So Ich zur meine, Hälfte. ja, du hast alle hergepfiffen. Oh, verdammt. Auf jeden Fall geht es heute um diesen Balbdog. Und zwar wird er passiv gezähmt mit den Aquatic-Pilzen oder mit den Spezies Z-Pflanzensamen. Die Aquatic-Pilze kriegt ihr ganz normal von den Pilzen am Boden und ihr die dann einsammelt. Genauso wie Beeren und so weiter. Da kriegt ihr die dann raus. Und die Pilze legen wir jetzt erstmal auf die Null-Taste. Und füttern den schon. Okay, das ging fix. Gut, wir haben auch die Einstellungen relativ hoch, damit wir nicht immer allzu lange warten müssen. So, was bringt uns dieser Balbdog? Ihr seht schon, der hat einen riesengroßen Leuchtradius. Und zwar bringt uns dieses Licht, wenn wir in der roten Zone sind. War das, glaube ich, so Tech, ne? Rote und blaue, Anfang blaue. Genau, rote und blaue Zone kommen diese Nameless. Und diese Nameless werden von der Dunkelheit angezogen. Und wenn ihr diesen Balbdog auf eurer Schulter, ist übrigens ein Schultertier, ne? Auf eurer Schulter sitzen habt, dann kommen diese Nameless nicht an euch ran, beziehungsweise spawnen auch nicht bei euch in der Nähe. Und wenn sie dann doch reinlaufen sollten, laufen wir mal kurz raus, dann verbrennen die. Oh, du blöder Spino. Ich pack dir mal kurz ein. No. Jetzt hat. So. Genau. Wir sehen jetzt hier um uns herum diesen Leuchtradius, also diesen Leuchtkreis. Und wenn diese Nameless in diesen Kreis laufen würden, würden die verbrennen. Also die kommen erst gar nicht in eure Nähe. Auf der anderen Seite wird dieses Licht vom Balbdog aber von Seekern angezogen, beziehungsweise die Seeker werden von Licht angezogen. Also es ist so oder so, es will euch alles töten, egal wie ihr es macht. Den Balbdog kann man natürlich auch leveln. Und zwar würde ich euch da sehr ans Herz legen, die maximale Ladung zum einen zu leveln, damit das Licht einfach länger hält. So, haben wir jetzt mal gemacht. Genau, Tech hat auch schon mal Pilze reingeschmissen. Dann einmal die Ladungsregeneration. Das heißt, wenn sich das Licht verbraucht hat, dass es sich auch wieder schneller lädt. Und zum anderen den Leuchtradius. Also je größer der Leuchtradius ist, desto geschützter seid ihr von den Nameless. Genau. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, Tech? Nee, eigentlich nicht. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir packen uns den jetzt einfach mal und gehen mal in die rote Zone, um das mal zu demonstrieren, wie die Nameless dann auf das Licht reagieren und so weiter und so fort. Und dann bis gleich. So, Freunde, das sind wir jetzt. Wir sind jetzt in die blaue Zone geflogen. Und wir haben jetzt unseren Balbdog auf der Schulter. Rechts unten seht ihr das Symbol, dass das Licht aktiv ist. Gut, man sieht da auch den Leuchtekreis rundherum, ne? Was wir vorhin vergessen haben, dazu erwähnen, dass Reaper, also diese bösartigen Dinos, werden auch von dem Licht angezogen. Sie mögen es zwar nicht, aber sie kommen raus, weil sie dich einfach töten wollen. Also es ist eigentlich, wie man es macht, verkehrt. Man wird so oder so getötet oder will getötet werden. So rum. Wir haben jetzt Revenger. Die brauchen wir jetzt nicht. Na komm, schieß schon. Au! Hey, lass mich in Ruhe. Ich steck fest. Oh no. Na komm schon. Du bist der Rudelanführer hier anscheinend. So. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur
bis Nameless kommen oder auch nicht kommen. Und wir eventuell von einem Seeker oder einem Reaper angegriffen werden. Ich hoffe mal nicht, dass ein Reaper kommt, so wie Tech das sagt. Naja, Reaper kommen erst ab Rot. Ab Rot Okay. wird's erst schlimm mit Reapern. Das sind jetzt. Oh, der hat sich schon wieder zurückgepfiffen, der Ravager. Bist du unten am Boden oder oben auf den Oh, da Bäumen? ist ein Rock Drake. In der blauen Zone. Ich bin am Boden. Versuch mal auf die Bäume zu gehen. Auf die Bäume. Da ist so ein riesen Baum in der Mitte. Da müssten die häufiger spawnen, weil da oben ist weniger Licht. Okay. Oh, jetzt ist auch das Licht aus. Haben wir vielleicht Glück? Leichter Ruckler drin. Haben wir vielleicht Glück, dass diese Nameless kommen? Komme ich denn da hoch? Da muss es doch irgendwo einen Weg geben dazu, ne? Ja, die Bäume, über die Bäume. Das ist schon wieder Kampfmusik, ey. Könnte sein, dass Nameless jetzt kommen. Hab keinen Bock auf die Viecher, aber ich muss es euch ja zeigen, ne? Naja, wichtig sind sie auch im späteren Spielverlauf. Oh, okay. Aber kein Spoiler-Alarm bitte hier. Okay. Ne? So. Aber irgendwie wollen die nicht rauskommen. Wieder ein Ravager? Oh, noch einer. Ey, die springen echt ganz schön hoch, die Viecher, ne? Ja. Eine Schlange auch noch. Steck schon wieder fest. Ja, du musst doch jetzt mal sterben, Junge. Die haben sich auf jeden Fall zurückgezogen. So, jetzt gucken wir mal. Unser Froschi hat eigentlich Ladung, aber warum leuchtest du? Der hat, müsste sicherlich auf Ah ja, Leuchtradar stimmt. aktiviert sein. Aktivieren bei voller Ladung ist deaktiviert. Nee, ist aktiviert, oder? Ist aktiviert. Wenn er aktiviert, ist es aktiviert. Ja, aktiviert. So. Streichen, um das Licht anzuschalten. Diese Einstellungen könnt ihr übrigens machen, wenn ihr E gedrückt haltet. Und was beim Bulb Dog auch noch ist, wenn irgendwo Max-Level-Dinos oder fremde Spieler in der Nähe sind, zeigt er das auch an. Das ist auch ganz cool. Also wenn ihr die Einstellung natürlich aktiviert habt. So, genau, jetzt leuchtet er wieder. Jetzt hat er sich wieder aufgeladen. Ah ja, das war jetzt ein Nameless. Und der verbrennt jetzt hier. Der würde uns jetzt eigentlich angreifen. Aber er verbrennt halt einfach, weil er im Licht ist. Ich bin jetzt froh, dass einer gekommen ist. Na, kannst du nicht sterben langsam? Ich sehe es mal. Das dauert eine Weile mit den Nameless. Das Licht macht Ja, nicht viel ganz schön Schaden. nervig. Ah ja, der hat sich jetzt im Boden verkrochen. Entweder ist er jetzt gestorben. Oder er Nee, kommt der ist später noch. abgehauen. Okay. Der hatte Schiss. Der hatte Panik. Wir haben gewonnen, würde ich mal behaupten. So, Freunde, und das war's auch von unserem Video vom Bulb Dog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.